Oder Pieps, Grüße aus dem Auto. Was soll ich Paul damit kriegen? Das ist, wir machen, Leute, wir, hey, what's poppin'? Wir machen das große Rasthof-Tasting in Aporets Auto. So ist es. Wir waren gerade auf einer Raststätte in Sievershausen. Liebe Grüße an die netten Shell-Mitarbeiter. Wir haben da so ein paar Sachen gesehen in der Auslage, wo wir gedacht haben, so, wir nehmen erstmal alles mit, was wir noch nicht gegessen haben, was wir nicht kennen, probieren das und sagen euch, wie wir es finden. Das heißt jetzt hier einfach XXL Raststätten-Test an der Stelle. Wir haben hier, kennen wir noch gar nicht, Mucki Energy Protein 40. Wir haben Twix Salted Caramel, wir haben Kit Kat Chunky Black and White, Twix Spekulatius und hier ganz geil Snickers Creamy Peanut Butter. Zwei Sorten Prime, wir haben Blue Raspberry und Ice Pop, wir haben Crazy Schnuller und hier Paprika Dreiecke. Richtig wild. Guckt euch. Alter, ist mega gut. Crazy Schnuller, da drauf steht schon. Warte, ich kann das noch besser. So. So, wer möchte denn welche Farbe? Die sind zweifarbig. Ich habe hier einmal rot-schwarz. Ist das Lakritz? Wenn das Lakritz ist, spucke ich es aus. Das ist Cola, ne? Nee, ist es nicht. Die sind ja alle so. Oh, das ist Lakritz. Es riecht schon nach Lakritz. Ja. Deswegen sind die crazy. Das ist ja richtig crazy. Ich probiere einen. Nee, auf boah, die sind steinhart. Das ist widerlich. Hier kommt denn auch so eine dreckige Idee? Sieht jetzt aus wie so ein kleines Teufelchen. Ich dachte, das ist nur das ist richtig salzig. Digga, das Crazy daran ist, dass es falsch ist. Ich sage 0 von 5. Also ich finde, wenn du Lakritze machst, ist eine solide 0 von 5. 3,5 von 5. Wenn du Lakritze magst. Blue Raspberry Prime. Riech mal bitte, der riecht wie Reinigungswasser, so, womit sich Frauen abschminken. Ich weiß, was du meinst, ja. Hä? Aber nicht so, als ob du es trinken solltest. Es riecht halt so ein bisschen wegen irgendeiner Zitrusnote. Ja. Boah, ich will, die schmecken alle einfach nur, als würden sie aus Zuckersirup bestehen. Aber da ist kein Gramm Zucker drin. Ich weiß. Der ist ja richtig schön auf Eis. Der ist geil. Ja. Oh Mann. Digga, der ist voll gut. Der riecht wie Arsch, aber schmeckt voll lecker. Deswegen ziehe ich einen Punkt ab, sag 4 von 5. 4 von 5? Ich gebe ihm eine 4,2. 4,2? Aber wir können Komma-Werte geben. Stimmt, ist ja Freddy-Wertesystem. 3. Ja. Kriegen eine 3 von 5. Oho. Trotzdem. Snickers, Creamy Peanuts. Sind genau 3 drin. Das ist genau ein Byte. Das ist aber ein großer Byte. Das würde ich auch sagen. Jetzt geht's los hier. Oh. Wow, Byte. Macht ja fest, finde ich. Ja, das freut mich, Peanut. Was ist das, Butter? Also prinzipiell ganz geile Mischung aus ultra soft und chewy. Ganz geil. Mag ich. Ja, mag ich auch. Bin ich Fan. Ich finde ihn super lecker, geschmacklich. Aber ich habe trotzdem dieses Gefühl, es betoniert mir den Mund zu. Mhm. Aber es ist geil. Geil, ne? Stabil, 4,5. Direkt rein. Ich gehe sogar auf eine 4,8. 4,8? Oh, ja. So gut. Okay. Ja, ich finde den richtig lecker. Ich bin bei 4,4. Schon sehr stabil. Jetzt Salted Caramel. Also direkter Vergleich. Aha. Richtig crunchy Salz, ne? Mhm. Crazy. Das finde ich so krass. Es hat diese normale Konsistenz von Twix, aber gar nichts mehr damit zu tun. Geschmacklich. Das Geile ist, wenn ihr fertig seid mit Kauen, habt ihr Salz als Nachgeschmack, was total abgefahren ist. Mhm. Er kriegt von mir eine 4,8. Oh, so gut. Das ist ein echt. Also der ist, den Arsch. Der, ja. Ist der ist crunchy, der ist chewy, der ist nicht zu süß. Mit dem Salzigen zusammen, das ist schon echt gut. Boah, ist schwer. Ich sag 4,6. 4,6 kann ist schon ihn aber eigentlich nicht schlechter einordnen. Also kriegt auch eine 4,8 von mir. Stark. Ich kann es vorstellen, was der Chemicals Score ist. Ich weiß nicht, was damit auf sich hat, Freunde. Mucki-Protein. Was ist der Chemical Score? No worries, du musst nicht Chemie studieren. Das haben die im Labor gemacht, die die Wertigkeit von Mucki-Protein im Vergleich zum WHO-Referenzprotein gemessen haben. 198. Ist krass, oder? Keine Ahnung, Bruder! Ja, crazy. Was? Oh Gott. Das riecht nach Buttermilch. Oh Gott. Oh, what the f***. Das Matterhorn ist übrigens auch in den Flo, ich bin mir nicht sicher, ob du es geil findest. Es ist ja sauer. Wisst ihr schon, also es ist halt, es riecht schlecht geworden. Ist aber noch zwei Wochen haltbar. Nee, schmeckt voll in Ordnung. Oh. Ich finde es irgendwie geil. Hä? Es schmeckt wie,
Schmeckt wie der Kefir, den ich mir manchmal reinziehe. Ja. Kommt geil, oder? Das zieht mich aus der Erlebniswelt schon. Aber es geht ganz gut runter für ein Protein. Und es steht vorne drauf, es ist Ananas, du. Guave. Dau in 1000 was? Metern. Hanföl. Hanföl, ja. Boah, mach okay. Das bitte, nimm das. Ich find's richtig widerlich. So, Freunde, wir neutralisieren jetzt einmal. Die sind so gut. Paprika-Ecke. Ich kannte die noch nicht. Olli kennt die nicht. Das sind Paprika-Dreiecke, Digga. Die Form ist smart. Es gibt Bällchen, es gibt Chips, es gibt Rollen, es gibt Flappes. So sieht er aus. Die Leute waren gebogen. Mhm. Boah. Boah. Gut. Intens. Mhm. Ja. Oh. Die Intensität des Geschmacks ist krass. Oh. Die sind ein bisschen luftiger als Flips, haben erstmal geschmacklich im Mund an diese Schwarten, an diese Speckschwarten. Mhm. Aber genau wie bei Flips, muss man die aus der Tüte in eine Schüssel packen. Und erstmal eine Woche warten. Du bist doch ein Unmensch. Weißt du, wie geil die sind, wenn die pappig sind? Alter? Ja, nee, pappig ist das scheiße. Pappig ist das geil. Ja, ganz geil, muss ich sagen. Ja, kommt nicht schlecht. Ist mir irgendwie zu viel für das, was das ist. Kannst du keine Tüte von weghauen? Nee, ne? Eine ganze Tüte? Nee, es ist geschmacksintensiv. Es ist sehr intensiv, ja. Ich sag also mal trotzdem eine 4. Also ich 3,8. Kann ich mich anschließen mit 3,8. Ja, 3,8 ist schon ein stabiler Call. KitKat Chunky, neue Sorte kennen wir nicht. So heißt es übrigens. So, Freunde, so sieht er aus. Ah, er sieht so viel schöner aus als auf der Packung. Ja, wirklich. Hier, Olli, für dich. Hübscher, danke schön. Hier, für dich. Riecht jetzt erstmal nach nix und die weiße Schokolade fässt sich ein bisschen komisch an. Ich werde euch mal was sagen. Mich erinnert das vom Essen her so ein bisschen an Manna-Waffeln. Was? Nein. Manna-Waffeln viel besser. Ich bin kein Fan, das ist nur süß. Das ist nur süß. Mein Problem ist, ich schmeckt nix. Ich mag Oreos nicht. Ich mag nicht, dass das Crispige da drin ist zu klein. Wenn du jetzt so gepufften Reis oder so hättest, okay. Ja, ja, ja. Aber das Crispy ist so klein, dass es sich anfühlt wie so eine mehlig gewordene alte Schokolade. Ja, ja, das ja, ist so. Das ist eine gute Beschreibung. So wie Traubenzucker zerfließt das so auf den Mund und ist nicht wirklich keksig, sondern einfach so ganz schnell aufgeweicht. Ja, das ist mal lecker. Ja, klebt auch überall. Nee, das ist eine 2 von 5 für mich. Mit Prime nachspülen. Ich muss nur loswerden. Ja, apropos. Oh nee. War der Beste. Oh. Das ist der Beste! Ich weiß nicht, mir ist jetzt schon ein bisschen schlecht. Ui, Bruder. Das ist die beste Sorte. Ja, ist wirklich. Ja, es schmeckt halt wie eine, als würde ich. Geschmolzenes Eis. Geschmolzenes Eis und 20 Kilo Farbstoffe zu mir nehmen. Das ist geil. Das ist für mich, kannst also ich bin dann, ganz ehrlich, dann ist den eine, willst du bestimmt noch trinken, ne? Das ist 4,9. Nee, fand ich den tatsächlich besser. Echt? Für das, was sie sind geil, aber ich bin halt ein krasser Süßschnabel. Ich würde auch den Strawberry-Eis-Zeug aus meiner Elfbar saufen, wenn ich könnte. Aber ich gebe ihm trotzdem die 4,3. Ich weiß nicht mehr, was ich dem gegeben habe. Ich glaube 3,5. Also kriegt das jetzt eine 3,4. Okay, großes Finale. Spekulatius Twix, wir dritteln den. Ja, bitte. Boah. Boah. Boah, krass, Alter. Das ist halt. Boah, der riecht wie so ein Teller. So ein Teller, den du von Oma kriegst. Ja, weißt der du? Ist. Boah, ist schon sehr intensiv. Ich bin ganz ehrlich. Ich schmecke nichts anderes. Ja, Mann. Aber vorher fand ich, schmeckte das nach Lebkuchen. So ein bisschen durch die Schokolade. Und jetzt habe ich das Gefühl. Spekulatius gegessen. Ich habe einfach Spekulatius gegessen. Das Ding ist, dann bleibe ich aber bei den Originalen. Dafür gibt mir der Twix nichts. Nee, der gibt mir gar nichts. Fühle ich nicht so sehr. 3. Wenn es nichts anderes gibt. 2,5. Ja, tut mir leid, dass ich Ausreißer sein muss, aber 1,5. Ja, verstehe. Geh runter auf 2 auch. Nee, wenn ich drüber nachdenke, wenn jetzt so. Wenn ich sage, jetzt esse ich, wenn nichts anderes da ist, dann ist es eher auch eine 2,5. Ich würde es nicht mal. Nee. War es das? Das war's. Ich glaube tatsächlich gewonnen. Hat Twix Salted Caramel. Dafür hat, glaube ich, Twix Spekulatius verloren. Crazy Schnuller. Nee, die habe ich, glaube ich, im Alleingang gerettet, die Crazy Schnuller. Ich habe die nicht bewertet, weil ich sie nicht gegessen habe, den Scheiß. Dann gib mir mal noch so einen Crazy Schnuller. Digga, was stimmt mit dir nicht? So, Freunde, ihr werdet ja die Punkte gesehen haben, das ganze Ergebnis. Falls ihr mehr Auto-Taste-Testing-Videos sehen wollt, sagt gerne Bescheid, denkt daran, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Die Content-Maschine läuft! Süßigkeitenfahrt! Im Jahr 2021 gab es in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren rund 2,34 Millionen Personen, die mehrmals pro Woche Lakritz konsumierten. Das tut mir leid. Süßigkeitenfakt! Twix wurde 1967 in den UK von Mars erfunden. Wer hätte es gedacht? Jedes Jahr werden ungefähr 43 Millionen Twix verkauft. Das macht 172,4 Millionen Dollar Sales. Dicker Süßigkeiten Triple Fact. Twix-Riegel wiegt ungefähr 50 Gramm und hat 251 Kalorien. Quadruple Fact. Es gibt keinen wirklichen Unterschied zwischen dem linken und dem rechten Twix. Quintuple Fact. Zuckerhaltige Getränke sind weltweit gesehen die Ursache für 184.000 Todesfälle pro Jahr. Sad Fact. Allein in den USA fallen jährlich rund 25.000 Menschen der süßen Versuchung zum Opfer. Übrigens ist Twix vegetarisch, nicht vegan. Und der Name Twix ist eine Abkürzung. Wer weiß es? Schreibt es in die Kommentare. Es steht für Twin Biscuit Sticks. Wirklich? Ja, Twix heißt Twin Biscuit Sticks. Ich dachte, die Leute sollen das raten. Jetzt haben sie. Sie hatten nur sehr kurz Zeit zum Tipp. Sie haben Pause gemacht, ja, okay. Tschüss.